Recht herzlich willkommen zur 68. Folge von Stellaris. Ja, wir sind hier letztes Mal bei Neckar gewesen, haben uns da die Werft angeguckt. Militärmacht, hier ist die Werft oder nicht? Ne, ist sie nicht. Gucken wir uns mal gerade den Planeten an. Können wir da was machen? Was ist das hier? Update, Gebäude verbessern. Und was ist das? Bewohnermodifikatoren. Keine Ahnung. Kann man nicht anklicken. Okay, das wird besser, das ist ja auch gut. Der Raumhafen ist hier, das haben wir letztes Mal in Auftrag gegeben, läuft. Dauert noch, ne? Achso, Pause können wir mal rausnehmen. Sonst wird das nie fertig, ne? Ist auch klar. Hier haben wir noch eine Flotte, Strike Force Minotaurus. Minotaure. Und ja, da sind Flotten und da sind Flotten, ne? Hier unten sind auch Flotten. Und was ist mit denen los hier? Beleidigen, Grenzen schließen, Rivalität erklären, Handelsabkommen anbieten. Ja. Tribut verlangen, ne? Das können wir machen. Okay, bringt uns das was? Ich glaube nicht. Ich will das ja haben im Endeffekt, ne? So, was ist das hier? Können wir hier was machen? Ich glaube nicht, ne? Kontrolliert von anderen. Das kann nicht richtig sein, dass es von denen kontrolliert ist. Okay. Terraforming, Diplomatie, Oberfläche. Sind andere Leute drauf oder was, ne? Okay. Ja. Weg damit. Protektoratstatus anbieten. Klar, stimmen wir sicherlich zu. Abgelaufen, auch schön. So. Ja, das läuft da. Müsste man wissen, wo es hier weiter noch was geht. Da jetzt nicht wirklich. Vielleicht sollten wir mal mit unserer Flotte dahin fliegen und gucken, was da Sache ist. So, da mal hin. Gucken wir da mal rein. So, da oben ist noch irgendwas. Flottenbefehl erfüllt. Neue Kolonie, okay. Gehen wir da mal hin. Armee, Hohenhafen gibt es hier nicht, ist klar. Oberfläche sieht so aus. Kann man nicht entfernen. Die kommen da jetzt gerade an. Okay. Welches System ist das? Da, okay. Ja, geht, ne? So, Flotte haben wir hochgeschickt. Was ist hier für ein schicker Planet? Den sollten wir vielleicht kolonisieren, oder? Können wir jetzt auch. Machen wir auch, denke ich. Und. Sieht ein bisschen mau aus mit Essen hier, ne? Machen wir da die Energie hin.
Bedauerlich, ja, genau. Bauen wir da noch was aus. Ist auch nicht verkehrt. So, unsere Truppen sind hier. Wir sind noch nach da oben unterwegs. Gucken wir uns doch da gleich an, wie es da aussieht, oder? Galaxiekarte schließen. Nein, machen wir nicht. Geschwindigkeit war hier, ne? Dann sind sie schon näher geflogen. So, dann gucken wir da mal rein ins System, was da so drin ist. Wenn die kommen, dann müssten wir ja sehen, was Sache hier ist. Boah, 12.000. 8.100. Ich glaube, wir können gleich wegfliegen. Und schneller. Ja, da sieht man wieder mal, wie unsere Flotte zugrunde gerichtet wird wahrscheinlich, ne? Die schießen schon. Ja, das war's dann wohl. 12.000. Haben wir da irgendwas gegenzuhalten? Nee, ne? Das sieht ordentlich aus, ne? Siebenundneunzig und das war's. So sieht's aus, wenn man seine Flotte in den Tod schickt. Hammer, oder? Forschung auswählen. Ach so, das ist schon offen. Neue Mechanik. Was bauen wir da ab? Engos Dampf, okay. Sektorsysteme. Koloniale Bürokratie. Da das am schnellsten geht, machen wir das auch gerade. Gut. Unsere Flotte ist hin. Das haben wir gerade gemerkt. Können wir schon hier irgendwo was machen? Warte, das war verkehrt. Ja, Korvetten und Zerstörer können wir bauen, ne? Die gehen schon nicht mehr. Gut. Bauen wir die doch mal, ne? Irgendwie schwach, ne? Anführer hat neue Stufe erreicht. Auch schön. Bringt uns aber nicht so wirklich weiter, ne? Der erste Zerstörer kommt da gleich raus. Fünfzehn, 14. Gibt's hier Schönes? Okay, bringt uns nichts. Nächster. Der zwei Sterne. Auch schön. So, erste Zerstörer also da. So. fehlen 44. Korvette geht schon. Der macht. Strike Force Griffin. Okay. Können die irgendwie zueinander? Ich glaube nicht, ne? Alles einzeln dann, oder was? Keine Schiffe im Orbit.
zusammenfassen. Wir sind zusammen, gibt 97. Toll, oder? Strike Force Phoenix. Phoenix, alles gut, ne? So, die fliegen da auch hin. Anführer brauchen die noch. Rekrutieren wir doch mal einen, oder? 33,5. Warum ist der billig? Rekrutierungskosten Anführer, okay. Unnachgiebig. Das ist alles das Gleiche. Aber das macht vielleicht Sinn dann, oder? Nehmen wir den 40-Jährigen oder die 40-Jährige, je nachdem. Und machen wir da drauf. Anführer verstorben. Haben wir auch noch da jemand Neues? Was ist das? Wanderer? Fachwissen Informatik? Fachwissen Feldmanipulation? Und da auch nochmal. Ich glaube, wir nehmen den. Wenn es dann geht, weil wir keine 50 haben, funktioniert das natürlich nicht. Läuft, ne? Kommt immer nur 2 zu, das ist ja fast nix, ne? Dann müssen wir da etwas länger warten. Okay, die sind weg. Defensivabkommen, Einladung. Brauchen wir nicht. Bündeln. Können wir mal schneller machen. Und dann sind das jetzt 304. Toll. Die hatten ja eben 12.000 oder sowas, ne? Wir laufen hier mit 304 durch die Gegend. Ja. Noch 2 Zerstörer bauen. Gut, die laufen dann auch aus. Das haben wir 13. Hier sind 3. Oh, 60 Stück kommen dazu. Das ist ja schon mal viel, ne? Was macht denn das Kolonieschiff hier? Habe ich jetzt Kolonieschiffe gebaut oder was? Ne, Zerstörer. Anführer neue Stufe, cool. Nur noch eine Korvette. Ist fast nix, 55 Punkte, ne? Schiffsdetails. Kernkomponenten. Unterstützungssysteme. Irgendwie sieht das kacke aus. Irgendwie müsste das mal besser werden.
im Einsatz vermisst. Auch cool. Stufe erreicht. Stufe 3. Wow. Okay. Machen wir die wieder zusammen. 364, doch tatsächlich schon so viel. Oberfläche. Läuft hier, ne? Entfernen wir das. Das auch. Das geht nicht. Und das auch nicht. Läuft auf jeden Fall. Die zusammen. Jo. Das war grün, jetzt ist es gelb, ne? Weiß ich auch nicht, was der Unterschied ist. Oder türkis war es zuerst, jetzt ist es gelb. Was machen die? Tja, wenn wir mal Geld hätten, ne? Neue Stufe, 2 Sterne. Ermöglicht Abbau von, was war das? Turankristallen, okay. Und eine neue Forschung auch da. Ingenieurlabor. Das hier ist ein Weltraumkunde. Verteidigungsstation. Ja komm, zack, machen wir die. So wirklich bringen tut das jetzt natürlich nicht, ne? Können wir einen Zerstörer bauen? Oh, das ist nix, ne? Am Ende. Bringt uns nicht wirklich weiter. Ja, wir müssen Flotte aufbauen, dafür brauchen wir hier definitiv Mineralien, um da weiterzukommen, aber das wird dann seine Zeit in Anspruch nehmen. Für die Folge soll es aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.